Mein Name ist Karin Brutsch, ich bin Rechtsanwältin aus Graz. Heute ist der 19.07.2018. Ich wende mich heute mit einer Bitte und einem Aufruf an alle Österreicherinnen und Österreicher, mir und meinem Mandanten zu helfen. Georg Bolitsch ist 12 Jahre alt, der Fall ist aus den Medien bekannt. Er leidet an einer seltenen Muskelerkrankung und benötigt ein sehr teures Medikament namens Spinraza, wo eine Spritze 70.000 Euro kostet und 4 Spritzen für die Grundbehandlung notwendig sind. Wir haben eine einstweilige Verfügung bei Gericht eingereicht. Diese wurde zurückgewiesen. Das Gericht meint, ich konnte nicht hinreichend bescheinigen, dass die Behandlung indiziert, also notwendig ist, und auch die Dringlichkeit der Behandlung konnte nicht hinreichend bescheinigt werden. Ich habe die führenden Experten beauftragt, ihn zu untersuchen. Sie haben mir Befunde und ärztliche Stellungnahmen erstellt und alle sagen einhellig, die ihn untersucht haben, die Krankenunterlagen kennen, diese Behandlung ist indiziert und wenn er sie nicht bekommt und nicht bald bekommt, droht eine Gesundheitsverschlechterung, die sogar so weit gehen kann, dass es zum Tod kommt. Das heißt, wir spielen hier mit dem Leben eines 12-jährigen Jungen. Diese Behandlung ist in Europa und in Österreich, auch in der Steiermark, zugelassen. Es wird auch durchgeführt bei anderen Patienten in anderen Bundesländern, aber Georg Bolitsch im Alter von 12 Jahren wird diese Behandlung verweigert. Ich habe ein Rechtsmittel jetzt verfasst, das wird in den nächsten Tagen eingereicht. Wir machen so schnell wie möglich, weil wir spielen gegen die Zeit. Ich bitte Sie, alle Österreicher und Österreicherinnen, unterstützen Sie uns, schreiben Sie an Zeitungen, an Fernsehen, schreiben Sie Lesebriefe, kommentieren Sie, leiten Sie dieses Video weiter, stellen Sie selber Videos online und sagen Sie, wir unterstützen Georg. Rufen Sie Ministerium an, rufen Sie bei Politikern an, rufen Sie alle zur Tagesordnung und fordern Sie Gesundheit, Behandlung für Georg. Ich bitte Sie um Unterstützung. Je mehr Unterstützung wir bekommen, desto realistischer ist es, dass wir möglichst rasch eine Behandlung durchsetzen können. Wir brauchen Sie. Ich mache das Rechtsmittel und werde alles tun. Wir unterstützen Georg, wir helfen Georg.